Feuerschutz wäre schon cool. Aber ich glaube, ich nehme allgemeinen Schutz. Das heißt, ich möchte Schutz und Haltbarkeit. Und mehr nicht. Ja, was heißt mehr nicht? Reparatur kriege ich ja leider nicht. Und Dornen möchte ich nicht. Weil Dornen gegen die Haltbarkeit wirkt. Oder? Mal kurz durchlesen. Ja genau, allerdings verliert eine so verzauberte Rüstung schneller ihre Haltbarkeit. Das ist für einen Arsch, also. Finde ich ganz ehrlich. Ich möchte also nur Schutz und Haltbarkeit. Mal sehen. Wasserläufer. Schärfe, Federfall, Stärke, Stärke, Glück. Haltbarkeit 3 haben wir bereits. Schutz habe ich aber nicht. Kriegen hat das Spiel verlassen. Jetzt mal sehen. Haltbarkeit. Ja, okay. Ich warte einfach mal, bis ich nochmal etwas mit Haltbarkeit 3 bekomme. Und das wird dann zusammengearbeitet. Wenn möglich. Mit Schutz habe ich ja noch gar nichts. Finde ich schade. Ja gut, einfach mal sparen und sammeln. Dann habe ich das. Wollte ich noch was machen? Ich glaube, das war's eigentlich. Mehr wollte ich jetzt so spontan nicht machen. Wir schauen jetzt nochmal nach, ob wir jetzt wieder ein bisschen Weizen haben. Gringo und Nektura sind ja auch online gewesen, zumindest der Gringo. Oh, die Nektura ist immer noch online. Gringo ist leider offline gegangen. Und. Ah, da ist der Gringo wieder. Okay, ein bisschen was ist schon gewachsen. Natürlich das Falsche. Eine Spinne! Ach. Und das geht jetzt auch irgendwo. Das gibt's doch nicht. Und ein Zombie. Verdammtes Skelett. Du schöpfst auch. Du auch. Ein Mini-Zombie. Das. Nicht gut. Der steht jetzt echt dahinter, oder? Der hat mich echt aus den Augen verloren. Einfach nur, weil er mich nicht gesehen hat. So, ich hoffe, der Zombie hat Erfahrungspunkte hinterlassen. Ja, hat er. Dann sind noch eine Menge Monster, aber egal. So, Weizen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ich höre schon wieder einen Zombie irgendwo. Da ist der. Da sind sie. Mehrere Zombies. Nein, ich gehe jetzt einfach zur Tür da hinten hin. Der ist hin. Einer ist schon gestorben. Was? Hinter mir? Fiese Falle war das. Das. Wo kommst du auf einmal her? Überall sind Zombies. Ist da was reingefallen?
Ich sehe nichts. Jetzt ist das schon wieder einer. Da oben ist ein Skelett. So, stirb. Ich habe schon wieder einen Zombie hinter mir gehört. Ein Mini-Zombie. Warum hier so viele Monster spawnen? Aua! Nun gut, gehen wir zu Gringo und Nixtura, holen uns dann noch ein bisschen Weizen. Ich frage mich echt, was der Nixtura angestellt hat, damit es mich in die Eingangshalle haut. Ich habe jetzt keine Lust, den im Wasser hinterher zu jagen, vor allem ohne Wasserläufer. Oder Frostläufer gibt es ja jetzt auch ab 1.9. So, da ist ein bisschen was gewachsen. Aber ich habe die ganzen Eier und so abgelegt. Die muss ich wiederholen. Okay, die hole ich gleich mal wieder. Übrigens, Leute, fällt mir gerade ein. In der letzten Aufnahme, wir haben mehr als 4 Stunden aufgenommen. Das werde ich nicht nochmal machen. Ich hatte am Schluss, es wundert mich, dass die Aufnahme nicht abgebrochen ist. Ich hatte am Schluss nur noch 1,6 GB freien Speicher oder irgendwie sowas. Vielleicht sogar weniger als 1 GB, das weiß ich gerade nicht mehr so genau. Unglaublich. Also es hat mich wirklich so knallhart gewundert, dass die Aufnahme nicht abgebrochen ist. Ich habe dann sofort alle Folgen, die ich schon hochgeladen hatte, aber noch auf der Platte hatte, sofort rüber auf die externe Festplatte. Und damit ich wieder ein bisschen Speicher hatte, ich hatte dann 20 GB frei. Und das hat aber nicht gereicht, um die ganze Aufnahme zu rennen. Zwei Videos hätten noch gefehlt und die Aufnahme wäre fertig gerendert gewesen. Aber da ging mir dann wieder der Speicherplatz aus. Das war unglaublich. Ich glaube, ich habe eine ganze Woche an dieser einen Aufnahme rumgerendert, einfach weil ich nie Speicherplatz hatte. Ich habe dann wirklich zwei alte Spielstände löschen, Spiele löschen müssen. Das war irgendwie, keine Ahnung, was war das? Das waren zwei Spiele, die ich überhaupt gar nicht mehr spiele. Und ICQ habe ich auch gelöscht. Habe ich schon seit Jahren nicht mehr genutzt. Wieso also aufheben? Ach, der eine kann eigentlich da bleiben. 12 reicht ja genau. So, Flaschen, aber ich brauche Zucker und ich brauche Eier. Wir brauchen Eier. 3 werden nicht reichen, ganz knapp nicht. So, irgendwann möchte ich mir mal ein Geheimzimmer bauen. Aber bevor wir das machen, wenn wir das jetzt gemacht haben, diese paar Kuchen noch schnell machen, dann machen wir am Geheimgang beim Tempelberg weiter. Mir ist mein Fehler tatsächlich aufgefallen. Und ich habe auch tatsächlich begonnen. Ich habe mir einen YouTube-Kanal ausgesucht. Es ist ein Englischer, der sich tatsächlich sehr stark mit Redstone auseinandersetzt und auch tatsächlich Tutorials gibt. Wie gesagt, ich habe noch nie mit Redstone Blöcken zum Beispiel oder Schleimblöcken gearbeitet, das war komplett neu für mich. Und ich hatte das Gefühl, ich bin ein totaler Noob, also muss ich mich ein bisschen fortbilden. Und das habe ich mir gedacht, möchte ich so mitmachen. Ich bin so blöd, ich muss doch erstmal den Kuchen bauen, backen. Das habe ich mir gedacht, möchte ich somit auch machen. Und mal kurz. Habe ich auch gemacht und habe festgestellt, es ist tatsächlich unglaublich, wie stark die Redstone-Kenntnisse von dem Typen, wo ich mir den Channel abonniert habe, wo ich ab und zu einmal pro Woche, jeden Mittwoch, ein bis zwei Stunden mache ich das, versuche nachzubauen.
erst nachzubauen und dann das Tutorial anzusehen. Und es ist echt unglaublich, wie riesig die Kluft zwischen dem und mir ist, was Redstone angeht. Also ich bin ein richtiger Noob. Ganz ehrlich. So. Hoffe aber auch dadurch, dass ich dann immer ein bisschen besser werde. Dadurch. Und wie gesagt, mir ist mein Fehler tatsächlich aufgefallen. Dass ich nämlich... Ich habe... was war's? Redstone... Fackeln habe ich ja genommen, statt Redstone Repeater. Die Fackeln strahlen natürlich auch in die Blöcke drüber und drunter auch Signale ab. Und das war eben der Fehler. Ich wollte ja eigentlich nur ein Signal nach rechts geradewegs haben und dafür bräuchte ich Repeater. Oder normalen Redstone oder Steine würden auch gehen, aber mit Repeater ist man am sichersten, weil die tatsächlich Repeater geben nur in dem Block vor ihnen Signal ab. Nicht runter, nicht nach oben, nicht nach hinten, links, rechts, nur nach vorne. Und das ist eben das Glück. Und das hätten wir halt gebraucht. Hat mit Glück eigentlich jetzt gar nichts zu tun. Keine Ahnung, wie ich auf das Wort gekommen bin, aber egal. So, du kommst dahin. 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 So, drei brauchen wir noch und dann ist diese Ebene hier auch fertig. Dann kann es an die nächste gehen. Vielleicht in der nächsten Aufnahme. So, wir legen jetzt das Zeug ab und gehen dann zum Tempelberg zurück. Das ist echt unglaublich. Also ich habe das geschafft bisher. Ich habe das, was er gebaut hat, habe ich bisher auch alles nachbauen können, dass es auch funktioniert. Aber das ist unglaublich, wie riesig mein und umständlich mein Redstone-Gebilde, meine Redstone-Gebilde dann waren, die er kompakt, effizient und sehr einfach gebaut hat. Fand ich richtig krass. So. Zucker. So. Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass Natur und Gringotts nicht hier sind, weil die hatten sich auch darauf gefreut. Dass sie auch. Ich nehme jetzt auch das erste Mal seit 2 Wochen wieder auf und da waren sie auch nicht dabei. Also die sind jetzt. Wären jetzt das erste Mal seit 3 Wochen dabei gewesen. Und jetzt sind sie es dann aber irgendwie doch nicht. Naja. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Reite einfach mal zum Tempelberg und wenn ich irgendwas brauche, ich weiß nicht, ob ich irgendwas brauche. Ich hoffe, ich habe alles Nötige da. Dann lass ich's. So, da ist die Jewel. Ja, Jewel braucht beide. Hatte ich auch schon wieder vergessen. 2 Wochen kein Minecraft gespielt und ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Was macht ihr denn so? Fragen wir mal in die Runde. Vermutlich bauen sie am Baum weiter. Wann kommt die Antwort? Magisches Zerzug. Wow. Zerzug. Hört sich schon magisch an. Pfeile. Oh, noch mehr Pfeile. Ich hätte eigentlich ein P, großes P machen sollen. So Zunge raus, Black. Naja. So. Also dieses Mal werden wir es hinkriegen.
ich noch alles da? Ich habe noch alles da tatsächlich. So, jetzt muss ich erstmal nachsehen. Was habe ich da unten denn übrig gelassen? Das war, glaube ich, der Schalter. Wow! Oh, normalerweise haben die doch Holzzahl auch runter, oder? Weil jetzt dann doch durch Schaden abgebaut wird. Offenbar nicht. Okay. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Naja. So. Bauen wir erstmal die ganzen Fackeln hier ab. Ich habe auch irgendwie aus Versehen. Na! Ich muss da hoch. Ich habe ein bisschen Redstone an sich auch abgebaut. Deswegen hatte ich den dahin. Ist aber tatsächlich egal. Hätte ich so auch machen können. Ich glaube, ich baue jetzt nochmal alles ab. So, bis auf die, die kann ich lassen. So, okay. Also an Redstone jetzt alles abbauen. Das hier kann bleiben. Das muss ich auch mal nachsehen. Reicht das dann überhaupt? Ich meine, die müssen drei Blöcke runter. Der geht einen Block runter, der eine. Ja, passt eigentlich. So. Wir hauen hier jetzt Repeater hin. Machen ein bisschen Redstone hin. Dann bräuchte ich hier Repeater. Nein, die sind ja dann da. Das heißt, ich brauche da Repeater. Das heißt, das hier muss weg. Dafür kommt das dahin. So. Also, ich brauche hier natürlich einen Weg nach oben. Und dann können wir das auch so machen. Können wir eigentlich auch so machen. Und dann kommen hier. Ich habe keine Repeater mehr. Aber draußen habe ich, glaube ich, welche, oder? Was bin ich denn da jetzt? Nein, ich habe keine Repeater mehr. Aber ich habe noch einen Haufen Fackeln. Ich habe noch einen Haufen Redstone. Habe ich Stein? Ich habe noch einen Haufen Stein. Habe ich angefangen den Stein? Da habe ich sogar angefangen den Stein. 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay. So, einstellen werde ich die nachher. Was? Ich glaube, das war jetzt sogar richtig, oder? Weil das nächste 2 höher ist. Ach nein, Moment mal. Aber der ist aber schon 1 höher. Das heißt, es passt so schon. Der ist dann da. Der ist dann da. Doch, es hätte gepasst. Mist. So, hoch da.